ich habe noch keine Aliens gesehen und ich würde auch sofort Bescheid sagen, wenn ich welche gefunden habe. So. Hallo liebe Freunde, ich bin hier da auf Besuch in der ETH Zürich bei dem Weltraumforscher. Mich nimmt das Wunder, was das für ein Modell ist und was die Weltraumforscher genau damit zu tun haben. Ja, lieber Daniel. Ja, hi Olli. Mich nimmt das Wunder, was ist das genau für ein Modell? Das ist ein Modell vom James Webb Space Telescope. Das ist unser neuestes Spielzeug im Weltall. Ist so um Weihnachten rum ins Weltall geschossen worden. Und alle meine Kollegen sind jetzt ganz happy, dass wir es hoffentlich bald anfangen können zu benutzen, um im Weltall nach ganz wilden Sachen zu suchen. Und was kann das jetzt Neues, im Gegensatz zu den alten? Erstmal ist das viel größer als alle Teleskope, die wir bisher ins Weltall geschossen haben. Also hier von da bis da sind 6,5 Meter. Das ist erstmal riesengroß. Das wäre schon ein Riesenteleskop am Boden, aber im Weltall ist es einfach eins der größten, was es je gegeben hat. Dann beobachtet dieses Teleskop in einer ganz besonderen Farbe von Licht, im sogenannten infraroten Licht, was man halt vom Boden sehr schwer beobachten kann. Da ist es auch eins der ersten Teleskope in der Größe im Weltall, dass das beobachten kann. Und da kann man alte Galaxien mit angucken, diese Exoplaneten mit angucken. Man kann, wie man so schön sagt, bis zum Anfang vom Universum gucken. Also wirklich die ersten Sterne, die nach dem Urknall entstanden sind. Okay. Also es ist wirklich eine Zeitmaschine, sagen manche auch, weil man damit ganz tief ins Weltall reingucken kann. Und wir sind natürlich alle happy. Interessant ist auch, dieses Teleskop ist so groß, das ist gar nicht so gestartet worden. Also als das in der Rakete war, war das komplett eingeklappt, wie so ein Transformer. Kennst du wahrscheinlich diese Transformer-Spielzeuge? Ja. Das war ja alles komplett eingeklappt, wurde dann in die Rakete, in die Spitze gesteckt, wurde dann abgeschossen und dann hat sich über ein paar Wochen alles ausgeklappt. Also hier vorne, dieser Spiegel hat sich ausgeklappt, die Spiegel haben sich ausgeklappt, diese Dinger haben sich ausgefahren. Also das war halt wirklich ganz kompakt verpackt und hat sich dann im Weltall ausgewickelt sozusagen. Okay. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, wo das genau entwickelt wurde. Also so die Teile von dem Teleskop ist wirklich in der ganzen Welt hergestellt worden. Also die Führung war schon bei den Amerikanern, also viel hat die NASA gebaut. Aber Teile von den Instrumenten sind auch von Europäern gebaut worden, zusammengestellt aus ganz vielen Ländern. Und einen kleinen Teil davon haben sogar Kollegen hier an der ETH gebaut. Das ist so eine Klappe für eine Kamera, die aufgeht. Die ist hier bei uns im Labor hergestellt worden. Da können wir gleich einmal vorbeigehen. Oder wollen wir vielleicht jetzt sofort vorbeigehen? Hast du Lust? Das wäre natürlich sehr interessant, ja. Ja, dann lass uns gehen. Da lang. Nach meinem Blick sieht es so klein aus, aber... Ja, sieht im Prinzip aus wie einfach nur eine Kameraklappe. Aber das Besondere daran ist natürlich erstmal, dass es im Weltall funktioniert. Und bei dem insbesondere, dass es bei ganz, ganz kalten Temperaturen funktioniert. Also die Klappe muss bei, ich glaube, so minus 230, minus 240 Grad, also wirklich eiskalt, da muss dieses Ding funktionieren. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn wir das hier im Labor nachstellen, dann muss man wirklich auch simulieren, diese superkalten Temperaturen. Und wie machten die das? Das werden wir vielleicht gleich im Labor sehen. Okay, jetzt sind wir hier im Labor. Hier ist, wie wir gerade schon erzählt haben, bei uns ist immer so ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern und Ingenieuren. Wir wollen irgendwas beobachten und erzählen dann den Ingenieuren, was für Instrumente die uns bauen müssen. Und hier ist, wo die dann unsere ganzen crazy Ideas sozusagen in die Praxis umsetzen. Und ich würde dich dann gleich hier an den Paul übergeben, der dir hier so ein bisschen erzählt, was hier im Labor abgeht. Aber wenn du vorher noch eine letzte Frage oder zwei für mich hast. Ja, ich habe noch eine. Was ist dein größter Wunsch, wo du jetzt noch hast? Also so beruflich will ich auf jeden Fall mit dabei sein, wenn wir Leben im All finden. Das ist schon so ein Traum von mir. Okay. Hallo Paul, freut mich. Olli, hier siehst du wieder den Mechanismus, über den ihr vorher schon gesprochen habt. Und dabei ist es essentiell, dass jedes noch so kleine Bauteil funktioniert und getestet wird, sowohl als Einzelteil wie auch im System, damit dann dieser Aufklappmechanismus im entscheidenden Moment bei diesen extrem kalten Temperaturen im Weltall funktioniert. Was macht denn der Fotoapparat hier? Ist das eine Messung oder was macht diese?
Genau, in diesem Fall messen wir das Bauteil, das ich dir gerade gezeigt habe, und wir verformen das und wir können mit Sensoren feststellen, wie viel Kraft wir aufbringen, und mit der Kamera berechnen wir oder nehmen wir auf, wie viel Deformation wir aufbringen. Und das gibt uns dann Aufschluss über die Materialeigenschaften. Diese weiße Linie ist die Kraft, die wir messen. Und dabei gehen wir in Stufen vor, dass wir ganz langsam die Kraft erhöhen und dann wieder verringern über die Messung, um möglichst viele Informationen zu erhalten. Meinst du, wird es klappen? Ja, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappt und dass das damit die Zukunft der Astrophysik formen wird. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen da von der ETH Zürich über die Weltallforscher. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert uns doch auf YouTube. Auf Wiedersehen.